Salut, jetzt sind wir hier mit einem Interview mit Marcel und mit Taps. Jetzt ist so, ihr habt einen anderen Namen, bei einer Moderation habe ich gesagt, jetzt kommt Lette. Wie heisst der erste Band? Ich weiß es auch nicht. Es war aber nicht die erste Band, sondern ihr seid jetzt die erste Band. Wissen ihr, wieso es die Konstellation gegeben hat? Das ist, glaube ich, einfach irgendwie die Kommunikation zwischen dem, was das Programm schreibt, und dem, was uns Mail schickt. Nein, ich weiß nicht, irgendwas drum hat es gegeben. Wie ist das so? Stehen ihr auch mit zusammen auf der Bühne? Ihr zwei? Ich habe leider die Möglichkeit verpasst, mit ihm zu spielen. Ebenso? Ja, wir haben es nie geschafft. Das stimmt, noch nicht geschafft. Ja, aber das wird sicher noch. Wie ist denn das so? Ihr habt vorher auf der Bühne erwähnt, dass ihr die Lieder selber komponiert habt. Ja. Wenn ihr quasi gegenseitig, vielleicht hast du einen Scheiß komponiert. Ja, genau. Du hast einen mitgeschrieben oder komponiert. Ja. Wie ist das so gegenseitig? Also die Lieder spielen vom anderen? Das ist natürlich geil, weil es sind jenseits verschiedene Leute mit wunderbar verschiedenen Backgrounds da an der Schule. Und da kann man mega oft neue Ideen, wie man es anders machen könnte. Also ich finde das immer eigentlich das Bereicherndste am Studium. Musik von anderen spielen oder auch wenn man dann wirklich bei der Bachelorarbeit, da muss jeder wirklich eine eigene Band machen. Das finde ich eigentlich immer das Spannendste. Ich bin ein totaler Musikbanaus. Wie ist so der. Wie komponiert man das Lied? Oder was sind da die Schritte? Wie lange habt ihr zum Beispiel jetzt für diese Lieder gehabt? Ich glaube, jeder komponiert so ein bisschen anders. Jeder hat so ein bisschen eigene Methoden. Jetzt, ich glaube, wir haben vor allem alle schon Stücke gehabt, die wir irgendwann mal geschrieben haben, die wir dann einfach mitgebracht haben für die Besetzung. Das Stück, das ich jetzt geschrieben habe, das habe ich mit einem Kollegen zusammen das geschrieben. Dort haben wir etwa zwei Tage gehabt. Aber sonst habe ich zwei Wochen oder so. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dann schreibst du es zusammen mit meinem Kollegen und denkst so, boah, wenn das Schlagzeug dort das und das macht, dann schreibst du es auf. Genau. Und dann spielst du es irgendwann das erste Mal, ja, oder? Und ist denn das nämlich so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder denkst du nämlich so, nein, oh, ich glaube, das müssen wir hier noch umschreiben und da können wir noch ein bisschen feilen. Also quasi von der ersten Skizze bis zum Lied am Schluss, wie es wir jetzt alle gehört haben. Ja, ich glaube, es gibt aber wie beides. Ich glaube, es gibt gerade so das Gegenteil, dass du mal hörst und findest, oh wow, das ist super geil. Das ist besser, als ich es mir vorgestellt habe. Es kommt aber auch darauf an, was man alles schon, weißt, wie auskomponiert. Also da haben jetzt einfach, glaub, die meisten einfach Melodie gehabt und gehört. Ja. Oder vielleicht eine Vorstellung, wie schnell das Stück soll sein. Von dem her, dann tust du ja nicht wirklich umschreiben. Dann schaust du einfach mit den Jungs, die gerade am Spielen bist. Hey, mach du vielleicht, mir gefällt das bei dir, wenn du das so spielst am Schlagzeug oder so. Okay, mach ja, doch das, das wäre mega cool. Aber dann gibt es zum Teil auch, dass man wirklich dann ausschreibt, gewisse Baselines, weißt schon, fix macht. Und wenn man es so schafft, wenn man alles im Vorhinein macht, dann kannst du natürlich mehr zuhause für dich noch weißt, ein bisschen schräubeln und so. Und dann stehe ich mit dort, wie wir ein bisschen arbeiten. Du tust in der Band dann. Wie in der Band? In der Band. Ja, ich glaube auch. Welcher Band spielst du? Wir spielen nicht zusammen in der Band. Nein. Zwei eigene Bands. Ja, eigen, ja. Wen sieht man denn euch, wenn mir das jetzt auch gefallen hat und ich würde euch gerne mal auf der Bühne sehen wieder mal? Habt ihr irgendwelche Daten am Start, die ihr vielleicht unseren Zuschauern sagen könnt? Also, morgen spiele ich. Morgen? Morgen im Keller 62 mit Leoma. Das habe ich im letzten Interview auch schon gesagt. Yeah! Ah, ja. Aber jetzt weiss ich, dass es wirklich morgen ist. Super, ja, dann müssen sich unsere Zuschauer entscheiden, ob ihr sie nochmal gesehen werden oder morgen den Livestream nochmal. Hat auch nochmal ein super Finale. Ja. Gute Acts, und ich habe nachher noch mehr dazu sagen. Nein, wir spielen, glaube ich, immer jemanden. Also, ja, okay. Ich glaube, uns kann man so ein bisschen auf Facebook kann man uns, glaub, ein bisschen followen. Adden und dann. Ja. Okay, ihr seht auf der Webseite den Namen, könnt ihr mal auf Facebook suchen. Falls ihr mal ein Konzert wollt oder falls irgendeine daheim ist, die ein Date mit denen da mögen sie lachen. Gut, ich glaube, da geht es nachher bald weiter. Sie sind schon am Soundcheck machen. Entweder mit I let. Ich weiß es auch, es ist zu kompliziert. Ich habe es im Verlauf ehrlich gesagt vergessen. Entweder Freiheiten im Jazz oder eine andere Band mit zwei jungen Frauen. Oh, auch nicht. Die singen, auch nicht. Ich glaube, das Trio. Nein, ich glaube zwei Sängerinnen. Ah doch, ja. Mit? Oh, ja, okay. Ja. Oh, let scheiße. The thing come. Also let the thing come. Sing. Come out of my heart. Swing, sing. Genau. Okay.
Ich hoffe, ihr bleibt dran. Es geht vielleicht in 10 Minuten weiter und wir sehen uns später mit dem nächsten Interview. Merci vielmals.